Hallo und herzlich willkommen zu Balance City, beziehungsweise Balance City oder Balance City oder ich habe keine Ahnung. Ja, dieses Spiel habe ich mal vor einer Weile im Epic Games Store bekommen, kostenlos natürlich. Es ist eigentlich ganz witzig, ziemlich entspannt und nice. Ich musste leider den kompletten Ton ausstellen, weil die Musik leider man die nicht manuell ausstellen kann. Gibt es leider auch nur auf Englisch und auf Spanisch. Und da glaube ich, die wenigsten von uns Spanisch sprechen werden. Spiel das jetzt aber mal auf Englisch. Kann ich auch leichter übersetzen. Hier gibt es Missionen und Tutorials und alles. Die finde ich aber ein bisschen langweilig, mit Ausnahme von You Are a Hero. Das machen wir aber gleich. Denn erstmal möchte ich euch die Grundlagen dieses Spiels zeigen. Das ist eine Taube. Geht die weg? Ne, geht sie nicht. Ja, wir müssen hier nämlich Häuser bauen. Die können sich zu Hochhäusern entwickeln sozusagen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Also ja, wir haben halt so eine Plattform und die darf halt nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Also erstmal brauchen wir Strom. Dann nehme ich jetzt einfach mal Solarkraftwerke. Watch out for the heating tower. Anything new catch on fire. Ja, alles daran wird, na, an dem Ding wird Feuer fangen. Das ist mir bereits bewusst. Und jetzt können wir halt hier sozusagen Wohngebäude machen. Und jetzt steht da auch, was deren Problem ist. Die haben keine Arbeiter. Dafür müssen wir Bürogebäude bauen. Die sich auch irgendwann... Ja, guck mal, ich kann jetzt mein eigenes Haus bauen. Das erhöht dann die maximale Höhe hier. Baue ich mal hier in die Mitte. Nice, Alter. Und guck mal, jetzt haben die sich zu so Blöcken zusammengetan. Das mache ich auch gern nochmal. Und zwar auch nochmal hier mit. Wenn wir mit drei von den Dingern übereinander haben, dann haben wir ein Hochhaus. Und die Plattform wackelt jetzt schon ein bisschen. Aber wir brauchen erstmal noch Aufzüge, damit die Dinger zu Hochhäusern werden. You can build the city hall, bla bla bla. Und dieses Sternchen ist halt sozusagen, dass man ein eigenes Haus bauen kann. Und, wow, was ist denn hier jetzt passiert? Wow, das ist ja dämlich. Warte, jetzt muss ich hier mein eigenes Haus bauen? Oh Gott. Und ich reiß mal ganz kurz was ab, nämlich die beiden. Nein, 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 nein. Denn ich will hier auch ein Hochhaus hinkriegen. Bäm. So. Perfekt. Jetzt haben wir auch hier ein Hochhaus. Und wir können sozusagen immer noch Hochhäuser übereinander stapeln. Wir haben jetzt hier 180 Einwohner. Citizen is getting robbed. Ja, da. Wir brauchen jetzt auch Polizei und sowas. Das brauchen wir auch, Leute. Wir müssen aber, wie gesagt, balancieren. Und das ist ein bisschen schwierig, Leute. Und wir können auch hier halt jetzt den Polizeihelikopter kontrollieren, sozusagen. Hier, mach den weg und bring ihn gefälligst wieder zur Station. Ja, was wir jetzt nochmal machen sollten, wir sollten mal hier mit ein paar Bäumen noch arbeiten. Und wir sollten mal irgendwie gleich mal hinkriegen, wir können auch irgendwie so Sachen so halb ineinander setzen. Bam, damit wir es wieder gerade stellen können. Perfekt. Denn ich würde gerne weiter hochbauen, damit wir einen weiteren Wolkenkratzer hier hochkriegen. Jawohl. Da ist auch der Polizeihelikopter. Und jetzt dürfte es langsam gleich mal aus der Balance kommen. Wir müssen halt immer auf die Höhe achten. Und kein Strom? Wir haben zwei dieser Kraftwerke und haben keinen Strom? Auch im Inno, Leute. So, bam und bam. Es hat nichts Strom, ist mir bewusst. So. Dafür benutzen wir jetzt aber diese Kraftwerke mal. Nein, 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 nein. Nicht aus der Balance kommen. Ihr kommt nicht aus der Balance. Bitte. Ich will nicht, dass die Stadt kaputt geht. Denn kaputt gehen ist schlecht. Falls ich das noch nicht klar genug betont habe. Wir können auch einen Aufzug auf den Aufzug stellen. Ist ja ganz praktisch. Ich finde dieses Spiel irgendwie richtig witzig und allgemein ist es cute gemacht. Die Grafik ist nice und die Idee hinter diesem Spiel ist auch richtig dämlich witzig. Und wir haben schon wieder keinen Strom mehr. Ach du Kacke! Nein! Oh Gott!
So. Ich wollte da oben kein Kraftwerk setzen. Hallo? Wir haben halt hier auch kein Geld und sowas. Das brauchen wir alles gar nicht. Wir müssen nur Gleichgewicht behalten. Jawohl, zwei Wolkenkratzer übereinander. Höher geht's nicht. Was ich ein bisschen schade finde. Und sobald ich weiß, muss der Aufzug das Ding erreichen, damit das hochlevelt. So, ja, wenn der Aufzug jetzt, okay. Geht halt auch früher. Wir können ja auch sozusagen Dienstleistungen machen, auch so Train Stations und sowas. Können wir auch einfach hier oben hinstellen. Oh, fällt runter. Super. Nicer Dicer. Oder eine Road-Plattform, aber irgendwie fallen die Dinger scheinbar die ganze Zeit runter. Und das ist ein bisschen schade, Leute. Ich hätte jetzt nochmal gern hier einen weiteren Wolkenkratzer. Feuer? Wir haben ein Feuer! Ah! Bitte, lösch das Feuer. Ja, danke. Wieso ist das hier leer? Nicht genügend Einwohner? Wahrscheinlich, ne? Kommt mir so vor. Und? Wieder bewohnt? Oder liegt's an einem fehlenden Aufzug? Oh? Citizen is getting robbed. Nein! Ein Einwohner wird ausgeraubt. Und den Leuten, hier geht's auch richtig schlecht. Ich sollte mal mehr Bäume pflanzen. Wenn ihr mehr von diesem Game sehen wollt, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da. Ich habe im Moment ein kleines City Skylines Problem. Also, wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, werden noch einige Folgen City Skylines erscheinen. Aber irgendwie leckt das bei mir. Und wenn ich da jetzt eine Lösung für finde, werden auch einige Folgen übersprungen worden sein. Was jetzt natürlich ein bisschen schade ist. Alter, ich kann immer mehr Bäume machen und das lieben meine Einwohner scheinbar. So, mache ich natürlich gerne. Wenn ihr das so toll findet. So. Aufzug hier hin klatschen und Aufzug dahin klatschen. Nicer, nicer. Ich habe noch nie so eine hohe Stadt gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann klatsche ich hier nochmal ein Krankenhaus in die Mitte. Und was ist das? Military Base. Lol, das wusste ich nicht, dass es das gibt. Hui. Fall runter, Alter. Lol, wir können Raketen abschicken, oder? Ne, wir können Raketen platzieren. Alter, nice. Fast das Hochhaus umgekippt. Und ihr seht hier, wir können ja auch Desaster spawnen, was ganz witzig ist. Aber auch ein bisschen scheiße, Leute. Denn dann geht unsere Stadt ja kaputt. Und ich frag mich immer noch, wieso dieses Gebäude nicht benutzt wird. Kein Strom. In Sachen Strom müssen wir immer schnell sein. Alles okay mit Balancieren? Ja. Kommt mir so vor. Oh! Zweiter Wolkenkratzer. Es gibt, soweit ich weiß, auch Desaster, die einfach so gespawnt werden. Also, glaube ich zumindest. Ich habe das Spiel nie richtig aktiv gespielt und ich dachte mir, man könnte es doch einfach mal auf YouTube bringen. Und schon wieder kein Strom, Junge. Junge, kann ja nicht wahr sein. So, hier, verbinde dich zu einem Block. Perfekt, drei Hochhäuser. Und ich kann das neue Rathaus bauen. Ist ja nice. Jetzt haben wir auch wieder neue maximale Höhe. Ich frage mich, ob es irgendwann ein Ende in diesem Spiel gibt. Ich finde das eigentlich recht nice. Und ich glaube, dazu könnte man ein kleines, sehr witziges Projekt machen. Ich habe auch ein neues Spiel namens TerraTech entdeckt. Oder TerraTech, wie auch immer das heißt. Ich finde das ziemlich nice. Habe ich im Blick. Ich habe es noch nicht. Aber ich glaube, das könnte das nächste Game sein, was ich mir hole. Denn das ist wirklich recht cool. So, dann die neuen Aufzüge. Und neue Häuser. Und schon wieder kein Strom. Leute, was ist denn euer Problem? Alter, die Stadt einfach. So dämlich. Aber ich finde das Spiel trotzdem wirklich witzig. Wieso brauchen wir so viel neuen Strom?
Ich verstehe das nicht, Leute. Wir haben doch schon 12 Kraftwerke. Naja, jetzt sind es 2 mehr. Produzieren die alle keinen Strom mehr? Doch, tun sie. So, klatschen wir dann auch hier ordentlich Gebäude hin. Nice. Und dann noch hier für den nächsten Wolkenkratzer ein paar Wohngebäude. Und immer noch nicht genügend Strom. Scheint ein grundsätzliches Problem in diesem Spiel zu sein, Strom. Nicht genügend Arbeiter. Hä? Hä? Perfekt. Und schon wieder ein neues Hochhaus. Ich meine, ein neues Rathaus. Lol, wie geil. Haha, wie cool ist das denn? Ja, ich muss mal... Oh mein Gott, was zur Hölle? Earthquake! The floor is shaking! Get under your desk now! Nein! Was ein Problem? Ein gesundheitliches. Solange es nur einer ist, mache ich das natürlich gerne. Und wir haben Feuer! Feuer im Kraftwerk! Das darf nicht passieren. Ich glaube, Erdbeben ist so das Gefährlichste, was hier passieren kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir müssen wieder mal ein paar neue Bäume pflanzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die verschwinden nach einer Zeit. Oder? Waren da nicht mal einige Bäume? Ist klar, ich pflanze gerne ordentlich Bäume, wenn das meine Einwohner glücklich macht. Ne? Wenn euch das glücklich macht? Und dieses Symbol da, es ist so süß. Es ist so knuffig einfach. Okay, bald müssen wir auch schon wieder neue Aufzüge hier machen. Weg mit euch, Tauben. Tauben sind die Ratten der Lüfte. Findet ihr nicht? So, und wieder kein Strom. Was ist denn euer Kack-Strom-Problem? Hä? Citizen is getting robbed. Send a police cop to stop the criminal. Ja, mache ich ja gleich. Ich habe wirklich das Gefühl, die Bäume verschwinden. Ja, das gefälligst glücklicher. Ein Meteorit. Run for shelter. Ich habe keinen Shelter. Control Tower has to rent planes. Wo ist ein Meteorit? Ich habe Angst. Hilfe, Leute. Ich bin doch gar nicht auf einen Meteoriten vorbereitet. Und wieso ist dieses Gebäude dunkel? Im Wetter ist da kein Strom, ja genau. Die werden immer dunkel, wenn die nächsten Wohngebäude keinen Strom mehr haben. Oh Gott, wie viele Kraftwerke wir einfach schon haben. Fire racing through the city. Oh, da ist ein Feuer. Mehr ist aber auch nicht. Klang gerade irgendwie so, als hätten wir so einen richtig heftigen Brand hier. Das haben wir aber gar nicht, Leute. Für mich ist das Balancieren gerade überhaupt nicht mein Problem. Es läuft eigentlich gerade ziemlich gut. Mit Ausnahme des Stroms. Denn der holt langsam die ganzen Gebäude hier ein. Und das ist nicht so nice, Leute. Stimmt, neuer Aufzug. Neuer Aufzug, neues Glück. Ach du Kacke. Lol. Der war ja gerade richtig schrottig. So. Da müssen wir natürlich auch noch einen Aufzug hinklatschen. Nice. Wie viele Wolkenkratzer? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Wohngebäude und 4 Bürogebäude. Die sind ja ein bisschen höher. Und wieder Unzufriedenheit bei den Bürgern. Leute, wie viele Bäume wollten die noch haben? Ich habe langsam genug. Langsam habe ich genug Bäume. Ich hätte mal gern ein Städtebauspiel mit dieser Grafik. Das einfach nicht nur ums Balancieren geht, sondern mit dieser Grafik, mit diesen Mechaniken einfach ums Städtebauen geht. Das finde ich mal richtig nice. Ich fände das mal cool, Leute. Alter, man kann ja richtig rauszoomen. Wie cool ist das? Oh Gott, wie schlimm sieht das denn aus? Okay, wir brauchen 1000 Einwohner, wenn wir, weg mit euch, wenn wir die nächste Stufe erreichen wollen. Und wie gesagt, wenn ihr mehr davon wollt, lasst einen Like da. Perfekt. Und dann gab es gerade keine Arbeiter. Ich klatsche euch nochmal in den Aufzug hin. Denn dann dürftet ihr zufriedener sein.
Und Zufriedenheit ist gut. Okay, ihr habt jetzt immer noch keinen Strom. Langsam geht mir dieses Stromproblem echt auf den Senkel. Die Stadt ist langsam aber auch echt hoch. Ich klatsche jetzt einfach mal richtig viele Kraftwerke hier hin. Nice. Und nochmal ein paar Bürogebäude. Denn die müssen ja auch arbeiten, meine Einwohner hier. So, vereint euch gefälligst zu einem Gebäude, oder seid ihr nicht nah genug einander? Irgendwie nicht. So, komm. Jetzt komm. Ja, jawohl. Oh, wir sind jetzt schon auch fast wieder an der Grenze. Und gleich müssen wir wieder einige Bäume pflanzen. So, komm, seid gefälligst glücklich. Seid doch gefälligst glücklich, Leute. Oh Gott. Yay, ich kann das neue Gebäude setzen. Und Citizen is getting robbed. Was ist denn mit der Kriminalität in meiner Stadt los? Und wieso ist es immer derselbe Dieb? Jawohl. Sag ihn ein. Ach du Heilige! Ein UFO? Nein! Hilfe! Hat das UFO... Das UFO entführt Leute. Verpiss dich, UFO! Ich finde es jetzt geil, wenn die einfach die Tauben mitnehmen würden. Nein, die Bäume! Das sind meine Bäume. Das gefälligst unsere Stadt in Ruhe. Tatsache, der nimmt die Bäume mit. Wie kannst du es wagen? Gott, wie viele Kraftwerke wir mittlerweile haben. Es ist so seltsam. Aber die Frage ist jetzt wirklich, wohin kommt unser neues Haus? So, kriege ich das da rein, ohne dass es irgendwas umkippt? Nein! Gott, Kraftwerke, bitte kippt nicht um. Bitte, Kraftwerke, bitte, 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 bitte. Okay. Ich mach die Aufzüge weg. Und stell sie nochmal in gerade wieder hin. So, bitte. Bitte, Stadt. Verzeiht mir meine Fehler. Ich musste nur das Haus da irgendwie reinkriegen. So, nice. Bitte. Man, es ist komisch, dass sie immer so perfekt übereinander sein müssen. Das ist ein bisschen nervig. Och man, einfach dieser riesige Haufen hier. Oh Gott! Monster! Militär! Hilfe! Mach das Viech fertig! Ah, es macht Feuer! Wo ist ein Feuer? Ich sehe kein Feuer. Lösch das Feuer, okay. Okay. Es ist tot. Nicht das Feuer. Ja. Vielen Dank. Wir haben alle Probleme gelöst. Dann würde ich sagen, speichere ich mal ab. Save and exit. Okay. Ja, ich würde nämlich noch mal ganz gerne, was ihr gerade gesehen habt, You are a hero. Denn dann haben wir hier diesen Helden, der meiner Maus folgt. Und wir müssen diese ganzen Viecher hier besiegen, indem wir gegen sie fliegen. Today you become a hero. Ja, ja, ja. Ich muss die ganzen Monster besiegen. Und ich krieg halt Punkte. Und je nachdem, wie lange ich schaffe, kriege ich halt mehr Punkte. Ich kann hier Leute retten, Feuer löschen. Ich kann sozusagen alle Probleme lösen. Nur mit meinem Helden hier. Der mit diesem wunderschönen Schweif meiner Maus folgt und dezent schwierig zu steuern ist. Sieht vielleicht nicht ganz so schwierig aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. What happened? Verpisst euch, Kack-Ufos. Nein! Ich nehme an, wenn die Stadt umkippt, haben wir verloren. Nein, da fällt jemand runter. Nein! Oh Gott, ich habe ihn noch gerettet.
Hier, Leute retten. Pisst euch, ihr Kack-UFOs. Lasst unseren Planeten in Ruhe. Wir haben euch nichts getan. So unlogisch irgendwie. Nein! Das sind Science-Fiction-Filme. 28 sind gestorben. Und wir haben 80 Sekunden überlebt. Irgendwie so Alien-Film ist es so unlogisch. Ich kann weiterspielen. Lol. Irgendwie so, dass die Aliens immer den Planeten zerstören wollen. Ich meine, was sollen die davon haben? Das verbraucht doch nur Ressourcen. Aber ja, wir sind wieder im Menü. Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, falls es euch gefallen hat. Tschüss, Leute.